Ja, und damit willkommen zurück zu Hallo Katze, fröhliche Familie. Ja, in Deutsch klingt das wirklich beschissen. Ich glaube, das klingt auch in Englisch beschissen. Ja, okay, starten wir in den dritten Part dieses Let's Plays. Die Hälfte ist damit dann schon vorbei, wenn ich diesen Part jetzt überstanden habe. Juhu, Bergfest! Ja, los geht's. Im letzten Part haben wir mit Oma ein bisschen was gemacht. Im Part davor etwas mit Opa gemacht. Da wird wohl heute Zeit sein. Für ihn wohl, ja. Heute, ja, gehen wir halt irgendwie mit Papa ein bisschen einkaufen oder wie war das? Ja, spielen wir einfach. Los geht's. Ja. Haben wir das Szenario. Boah, komischer Satz. So viele S. Das Szenario, das kann man noch gar nicht aussprechen. Das Szenario im Supermarkt. Ja, jetzt haben wir hier wahrscheinlich schon sehr viele Möglichkeiten, uns auszuwählen, was wir machen wollen. Lass uns für unsere Einkäufe bezahlen. Ich glaube, das ist so ziemlich der falsche Weg, den man nehmen sollte. Also, ich glaube, man sollte erstmal einkaufen und dann bezahlen. Ich glaube, das ist so ziemlich der letzte Weg. Jetzt machen wir Carwashing oder was? Ah, okay. Lass uns Papas Auto waschen. Machen wir. Wir waschen Papas Auto. Yo. Ja, gut, ich kapiere es nicht ganz. Ach so, ich muss da nur draufklicken. Ah, ist klar. Verstehe. Aha, auf die Reifen. Jo, ist richtig. Jo, hier drauf. Das ist klasse. Und jetzt kommt der Schwamm auf das Dings. Ja, das Geräusch war ein bisschen seltsam. Die Reifen sollen wir wachsen. Okay. Wieso? Ja, ach, ich frage hier gar nichts mehr. Wieso wächst man Reifen? Aber egal. Die Tür wachsen. Warum wächst man bei einem Auto überhaupt was? Kenne ich mich dann nicht mit aus oder was ist da los? Verstehe ich das nur nicht oder was ist da los? Wie auch immer. Wir haben es ganz perfekt gemacht. Ja, wie es ausschaut. Freut mich doch immer wieder, hier in diesem Spiel etwas perfekt zu machen. Das ist doch, das macht doch jeden stolz, oder? Nee, nicht wirklich. Ein Remind Picture. Ein Bild, womit ich mich an die schöne Zeit erinnern kann. Alles klar. Lass uns einkaufen gehen. Ja, darauf wollten wir ja hinaus. Machen wir's. Einkaufszettel. Grüne Weintrauben, Olivenöl, Möhren, Käse, Eier. Okay. Aus dem Regal schaufeln hier. Grüne Weintrauben, die sind hier. Dann brauchen wir Olivenöl. Dann brauchen wir eine Möhre. Dann brauchen wir Käse. Daraus macht dann Oma einen schönen Kuchen im letzten Part. Und ein Packung Eier. Jo, haben wir geschafft oder was? Ein perfekt geschafft. Freut mich sehr dolle. Ich habe einen Belohnungssticker erhalten und gleich auch ein Belohnungsbild. Darf ich raten? Ja, aber sowas von. Och, wie schön ein Belohnungsbild. Da fühle ich mich aber belohnt.
Lass uns Sachen mit dem Einkaufswagen fahren. Alles klar, okay, los geht's. Okay, was musst du machen? Was musst du machen? Was ist die Aufgabe? Was ist die Aufgabe? Was ist? Was mache ich? Was mache ich hier? Was mache ich hier nicht? Nach rechts neigen. Ach, hoch, nö, nicht schon das schon wieder nicht. Nein, nicht die Aufgabe, nicht das DS-System neigen. Neigen. Balance halten. Okay, wie lange muss ich das jetzt die ganze Zeit machen oder was? Ja, sehr gute Aufgabe. Das macht doch immer mega viel Spaß, dieses Spiel. Aber sowas von. Ach, das ist da schon das Auto. Da muss ich es hinbringen. Ja, perfekt. Was auch immer. Yay. Und ein Bild. Lass mich raten. Ja, ein Bild. Nein, ein Kleidungsstück. Oh, der Wahnsinn. Die werde ich mir aber unbedingt geben. Die Kleidungsstücke. Aber unbedingt. Sowas von gerne. So vielleicht. Ja, passt. 780 Euro. Oder Scheine. Das ist ordentlich. Ein 500er, die da scheinen. Dann gibt's noch davon zwei und ein 80er. Perfekt. Samuel Coins. Ah, okay. 1000 Euro. Wie viel gibst du denn für deinen Wochenendeinkauf aus? Meine Fresse. Also 1000er und 100er und ein 5er. Perfekt. Amazing, ja, ich weiß. So, was haben wir jetzt? Wir haben es geschafft. Juhu! Das freut mich immer am besten. Geschafft zu haben, das ist immer mein bester Erfolg. Habe ich toll gemacht. Ja, habe ich fein gemacht. Brav. Angry Main Sticker. Ja, schön, schön. Her damit. Wie toll. Okay, was müssen wir hier machen? Führe die Straßenstücke zum und so weiter. So, Spitze. Und halt dein Maul, ich gebe ja schon mein Bestes. Musst du nicht rumheulen. Ach, das war's schon. Dann ist es umso kürzer, finde ich toll. Muss ich mich weniger damit beschäftigen. Ja. Finde ich spitze. So, dann haben wir dieses Kapitel abgeschlossen, haben wir jetzt endlich mal den dritten Part bestritten. Schön, auch das hinter mir zu haben. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mit dabei wart und ja, was auch immer. Däumchen nach oben, warum auch immer, wenn es halt euch irgendwie gefallen haben sollte. Gibt es dann wieder einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Und ja, ist ja jetzt besonders wichtig, da ja halt YouTube von einem, die 1000 Abos haben will, bevor man ja halt ins Partnerprogramm kommt. Das ist ja jetzt am 20. Februar. Ja, reden wir nicht zu lange darüber. Prost!